Das hier, Freunde, ist ein ganzes Wildschwein, ein sogenannter Frischling. Der wurde 9 Monate alt und im niedersächsischen Osterwald von meinem ehemaligen Arbeitskollegen für mich erlegt. An dieser Stelle vielen Dank an Karl und liebe Grüße gehen raus ans Jugendzentrum Juwel. Das Schwein ist ausgenommen und der Kopf ist auch schon ab. Einfach aus dem Grund, weil ich gehört habe, YouTube sieht es nicht besonders gerne, wenn man Tierköpfe zeigt und kann unter Umständen die Reichweite einschränken. Was wir jetzt aber auf jeden Fall machen müssen, wir müssen hier die ganzen haarigen Pfoten abschneiden und es dann richtig schön durchsalzen. Die schärfsten Messer, die mit einem ganzen Wildschwein fertig werden, findet ihr bei meinem Partner schwertkrone.de. Es gibt eine riesige Auswahl in verschiedenen Preisklassen. Es ist wirklich für jeden Geldbeutel etwas dabei. Den besten Preis gibt es immer mit Gutscheincode PASCHA10. Gönnt euch und gönnt mir. Und schaut mal, Leute, das hier finde ich ganz interessant. Wenn man echtes Wildfleisch vom Jäger holt, dann ist immer eine Einschussstelle drin und so sieht das Ganze aus. Von der einen Seite, und das ist ein Schuss, der durchgegangen ist, und so sieht es dann von der anderen Seite aus. Aber wir können jetzt auf jeden Fall weitermachen und ich nehme hier richtig schön feines Meersalz und damit halbe ich das ganze Schwein ab für so einen gewissen Grundgeschmack. Jede Stelle braucht die Liebe und natürlich auch der Innenraum. Und jetzt einfach mit den Händen gut verteilen. Schwein ist gut durchgesalzen, das sollte ordentlich Geschmack geben. Wir gehen rüber zum Grill. Dieses Schätzchen, habt ihr schon im Hintergrund gesehen, ist ein brutales Edelstahlmonster. Anders kann man das einfach nicht bezeichnen. Habe ich bei Kleinanzeigen ausgeliehen von Alexander Krieger, ist ein übelst korrekter Typ. Der vermietet regelmäßig solche Monster. Also falls jemand Bedarf hat und das Ganze nachmachen möchte, der Link dazu ist in der Beschreibung. Also Freunde, die Hitze kommt von hinten. Ihr seht hier den Grillkorb, da ist schon Holz drin. Das mache ich jetzt schon mal an, weil das ein bisschen dauert, bis es richtig heiß ist. Also im Rücken wird es schon richtig heiß und wir spießen das Schwein erstmal auf. Wir fangen hier an mit dem dicken Edelstahlspieß, der kommt genau in die Mitte. Und dann mit so einer Metallplatte und mit einer Schraube richtig schön fest fixieren. War echt anstrengend, Freunde, jetzt Hinterbeine und Vorderbeine fixieren. Dafür gibt es extra so einen Schlitten mit Spießen dran. Einfach reinschieben, das Ding. Der Frischling wird schon mal eingehangen, aber noch nicht gegrillt. Ein wichtiger Schritt fehlt noch. Ich muss das ganze Schwein mit einer richtig leckeren Kräuter-Senfsoße bestreichen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn es erstmal bestrichen ist und dann fixiert werden muss, wie schwer das Ganze ist. Für die Senfsoße brauchen wir 5 Knoblauchzehen. Fein gehackte Kräuter. Das ist Basilikum, Rosmarin, Petersilie und Schnittlauch. Ein Schuss gutes Olivenöl, schwarzer gemahlener Pfeffer und 1 bis 2 Gläser Dijon-Senf. Und jetzt zu einer gleichmäßigen Soße vermischen. Genau richtig. Und das ganze Schwein wird damit gleichmäßig eingepinselt. Ist heute mal wieder sehr viel Arbeit, aber am Ende lohnt es sich jedes Mal. Freunde, größerer Pinsel wäre auf jeden Fall geiler, keine Frage, aber ich habe leider keinen größeren zur Hand. Das gesamte Schwein ist eingerieben. Ich brauchte wirklich die ganze Soße dafür und jetzt geht es wirklich los. Es kommt näher ans Feuer und wird richtig schön gegrillt. Nochmal gut fixieren und Motor starten. Abfahrt, Alter. Von der Hitzeverteilung ist es so geregelt, dass wir außen an beiden Seiten viel mehr Hitze haben als innen, weil das Schwein außen eben dicker ist, wegen den Vorder- und Hinterläufen und in der Mitte wirklich sehr, sehr dünn. Und damit es da quasi gleichmäßig durch wird, außen mehr Hitze. Ich grill das Ganze 3 bis 6 Stunden oder sogar vielleicht mehr. Kann ich noch nicht sagen, ist mein erstes Wildschwein, muss ich vom Augenmaß abhängig machen. Aber ich gebe euch jede Stunde ein Update dazu. Das Schwein ist genau eine Stunde drauf. Ihr seht, kriegt langsam Farbe und der Senf ist richtig schön eingezogen. An den hinteren Beinen habe ich extra Draht befestigt. Das Schwein ist mir zu sehr gewackelt, aber jetzt ist es perfekt. Außerdem packe ich ein Blech oben drauf, damit sich die Hitze noch besser verteilt. Das Schwein ist fast 3 Stunden drauf. Es hat sich echt einiges getan, hat richtig Farbe bekommen. Und ich habe hier eine Kräuterölmischung. Die wird von allen Seiten richtig schön aufgetragen, damit es eine Kruste kriegt und noch mal saftiger wird. Das hier ist die Optik nach genau 5 Stunden. Im Hintergrund seht ihr, dass die ersten Gäste kommen. Das heißt, wir haben noch maximal eine halbe Stunde Zeit. Schwein sollte fertig sein. War genau 5,5 Stunden drauf und ich bin sehr gespannt auf den ersten Anschnitt. Ihr müsst wissen, Leute, Wild hat einen echt eigenen Geruch. Und die Gäste, die zum Essen kamen,
die sagten, die haben diesen Geruch schon von 100 Meter wahrgenommen. Wir waren alle extrem gespannt, weil viele, einschließlich mir, noch nie Wildfleisch probiert haben. Wie gesagt, die ersten Anschnitte. Die Kruste ist natürlich das Schönste am Schwein. Die Schwierigkeit besteht aber darin, jede Stelle wirklich durchzubekommen. Und ich muss sagen, Leute, ich bin stolz darauf, diese Kombination gemeistert zu haben. Wir haben eine wunderschöne Kruste und wirklich super zartes Fleisch, was durchgegart worden ist. Ja, Freunde, ich würde sagen, auf euch. War ein langer Tag, aber hat sich gelohnt. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich ein ganzes Lamm gegrillt habe, 7 Stunden über Feuer im Asado-Style, einmal hier abchecken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.